Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind hier in Nomos Arsino bei der Klostra-Feste, die ja nicht wirklich eine Feste ist. Aber wir sind gerade dabei, unsere Kollegen zu retten, nachdem die irgendwie gerade so ein bisschen überfallen wurden. Also wir auch. Aber Amunet hat uns ja gerettet und wir sind jetzt dabei, die anderen zu retten. Kletter hier mal hoch und versuche ihn dann mit einem Attentat von oben zu töten. Okay, das wollte ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich erst den anderen töte, aber ne, dann erstmal den hier. Erstmal für ein bisschen für Verwirrung sorgen. Okay, der möchte nicht getroffen werden. Okay. Mein Meister. Servus. Was wollen die ganzen Katzen denn von mir? Ey, so ein Doppelattentat wäre hier halt mal echt cool. Ich finde es auch gut, dass sich hier alle Leute einfach um die rumtönen, die denken sich so, ja, also Wache stehen, wichtig. Ich muss nicht gucken, was hier passiert. Mein Job ist Wache stehen an der Stelle, die mir zugewiesen wurde. Okay, ich habe ihn anscheinend nicht mit einem Kopfschuss getötet. Okay, der ist da am Pinkeln. Weg da, Katze. Na komm her. So, gucken wir erstmal, wen wir hier denn noch töten müssen für die Rache. Okay, den. Natürlich musste er an dem Typen da oben sterben. Danke, Edmund Devan. Ist hier eigentlich noch irgendjemand am Leben? Ich glaube nicht, oder? Also, doch da hinten müsste noch ein oder zwei sein, vielleicht. Aber ansonsten. Habe ich hier eigentlich schon eine Falle gestellt? Ich glaube, nein. Ich wollte es gerade markieren, dass ich das. Aktiv hab, spielt auch sich so, jo, da warst du eine Sekunde zu spät, fick dich. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das gemacht habe in dem Spiel hier. Okay, da ist auch noch einer, gut zu wissen. Ich mag's mit dem Bogen alles zu zerballern. Thank you.
So, haben wir das erledigt. Dann würde ich jetzt den Zivilisten helfen. Vorher vielleicht noch das Ding deaktivieren. Ich weiß noch nicht, ob es. Ich weiß echt nicht, ob ich es gemacht habe. Sowas merke ich mir irgendwie nicht mehr. Gucken wir mal. Ich hab's anscheinend. Ja, stimmt, doch hier. Klar, der Typ war hier. Dann helfen wir erst den Zivilisten. Ich hoffe mal, dass hier niemand mehr ist, um die noch zu töten. Sind eine ganze Menge Zivilisten hier im Gefängnis. Also vor der Tür können natürlich noch welche rumlaufen, ne? Guten Tag, Freund. Ja, ich auch nicht, mein Freund. Also doch, ich schon. Ich war hier schon. Aber mit dir nicht. Den Göttern sei Dank. Diese Festung hat Osiris ersonnen. Was? Das ist kein Fesso. Die liegt hier schon. Wir müssen verschwinden. Es könnten jederzeit Römer kommen. Folge mir in mein Lager. Was ist der Falsche? Krank, Tahira, so zu sehen. Im Lager können wir ihr helfen. Weg! Götter! Lasst mir meine große Schwester! Es muss ein Verräter unter uns geben. Wie wäre dies sonst möglich? Gamilad! Alle schwören einen Eid. Wir wurden für dumm verkauft. Von allen? Wir können keinem mehr trauen. Unsere Klugheit verlässt uns. Bei Brutus und Cassius war es dasselbe. Mit unserer Bekanntheit wächst auch die Gefahr für uns. Brutus kennen wir ja. Beten wir, dass die Götter uns Tahira erhalten. Sie ist im Kampf um Nabatea unersetzlich. Naja, schon. Verbündeter schwer verletzt, ja. Gut gemacht, Amonet. Ist ein richtiger Profi-Assassine. Soll ich dagegen jetzt was machen? Oder steht sie einfach nach dem Kampf wieder auf? Natürlich läuft er einfach weg. Geil. Steht das Pferd da schlecht? Okay, sie klaut mir einfach Tahira. Naja, egal. Ich wollte eigentlich nur ihr Pferd wiederholen. Aber sie klaut mir meins. Das ist ja nicht mehr meins, ja, ein paar unten eins random, was da stand. Ich weiß nicht, wieso man diese Quest so machen muss, dass man an diesem Lager vorbeiläuft. Hier oben war ich schon mal, meine ich. Also, vielleicht doch nicht, nein. Doch, ich glaube, hier war ich auch, oder? An unserem Ding bin ich, glaube ich, rumgewuselt. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht irre ich mich auch gerade komplett. Wie ein Berg. Ich glaube an unsere Arbeit.
Du hast den Eid als Erste geleistet und unzählige vor dem Tod gerettet. Lass unser Credo nicht verblassen. RIP. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wäre es nicht sinnvoll, diese Klinge weiterzugeben, weil vielleicht nicht so einfach herzustellen sind? Tahiras Tod sendet eine klare Botschaft. Wir müssen Rufio ausschalten. Die Bruderschaft steht im Sinai vor dem Ende. Ja. Ist er am Steinbruch? Nein, in Asinoe. Wahrscheinlich lungert er noch auf seinem Schiff herum. Er weiß sich zu schützen. Und er ist in der Lage, einem Volk wahre Furcht einzuflößen. Kriegen wir hin. Meine Untergebenen. Keinen Fuchs werde ich auf die verfluchte Halbinsel dieser Wilden setzen. Und doch werden sie sich beugen. Nicht verfügbar, okay. Rufio trägt denselben Geruch. Ja, in den Sinai. Deswegen sind wir sein Begrüßungskomitee. Aus Feuer und Blut. Wir wählen diesen Weg nicht. Er wählt uns. Hast du recht. Also eigentlich nein, eigentlich wählen wir den Weg. Kommt ihr mit so einem riesigen Schiff an, oder? Okay. Wer kennt sie meinen Namen? Damilat spricht viel über den großen Krieg. Wow. Heilige Navatea! Stellt euch hoch in den Weg! Schnell! Nicht tun! Hilf in Navatea! Oh fuck. RIP. Ist er jetzt trotzdem gestorben? Ich glaube schon. Nicht so erfolgreich. Na klar! Er zieht sein Schild und schon schlage ich rauf. Geil. Fühle ich sehr. Ja, einer von den Großen. Der kriegt erstmal direkt auf die Fresse. Der Monat war nicht komplett nutzlos. Cool. Ich hasse, wenn die sich bewegen. Na, da kann ich natürlich kein Kettenattentat machen, geil. Okay, gut, dass ich ihn nicht getötet habe.
Der ist tot. Haben die mich schon erkannt, oder kann ich hier auch noch Attentaten, aber ich war zu schlecht. Okay. Ja geil, ich kann mich nicht bewegen. Cool. Okay, warum hat die Kommando abgebrochen? Ja, aber ich komme schon am Ende. Aber ich vergewissere mich nochmal. Ich gehe zu Rufius Nest. Okay. Haben wir ein Boot oder so? Hier vorne, nice. Es stelle ich mir ehrlich gesagt nicht so schwer vor, einfach hinzugehen und den zu töten. Aber was weiß ich schon. Ja, wir fahren erstmal ran, gucken da nochmal ins Tenno. Okay, einen sehe ich da schon mal. Okay, so wie alles ziemlich weit weg. Da ist auch noch einer. Warum sind hier Schätze? Es sind eine ganze Menge Leute, ne? Meine Güte, ist das nervig. Die dazu. Okay, wieso hat das nicht getroffen? Natürlich sieht er mich. Und was wollt ihr denn hier überhaupt von mir? Okay, was ist ein bisschen blöd? Ich habe jetzt Pfeile verschwendet, weil ich dachte, ich kann das Ding halt gleich benutzen, aber es leuchtet nicht. Huh. Na doch, es geht. Trotzdem. Okay, wir haben jetzt zwei Schätze. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den unter Wasser. Also die Rauchbomben finde ich tatsächlich auch gar nicht so nützlich, weil du kannst sie halt nicht einfach so werfen. Du schmeißt sie auf den Boden und das war's. Wenn man die werfen könnte, wie zielen könnte, wäre es halt um einiges sinnvoller, finde ich. Ich hoffe, die drehen sich nicht einfach random um. Da ist noch einer. Ah, das ist noch wieder Buggy, geil. Hat einer von denen das gemerkt? Ich glaube nicht. Jetzt funkelt das wieder. Okay, jetzt kann ich auch einfach ganz normal looten. Kein Problem.
Dann hören wir uns jetzt das Ding da unten. Nick, dieser Rufio ist irre. Ich muss ihn aufhalten, bevor sich das Meer blutrot färbt. Ja. Sie haben gelitten wie die arme Shadia. Ja, die arme Shadia. Ich würde sagen, wie wir den Typen töten, sehen wir erst im nächsten Part. Ja, ich hoffe, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.